Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Trials Evolution. Ja, in der letzten Folge haben wir Blood Medaille gemacht und ich habe gesagt, entweder Community Strike oder Multiplayer. Und diesmal sind wir mit Multiplayer mal dran. Das mache ich ja so selten, weil ich da sehr, sehr, sehr oft buchen könnte. Aber ich denke mal, diesmal werden wir eine sehr, sehr harte Konkurrenz haben, weil ich ja nicht mehr so gut in Trials bin wie früher und im Multiplayer werden einige echt gesuchtet haben oder beziehungsweise überhaupt Trials, da werde ich ziemlich abkacken. Also macht euch auf Fails, Niederlagen und Verzweiflung von mir. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall erwarten. Mal so abgesagt. Oder ja, es wird lustig und ich fehle nicht so oft und ich gewinne und. Und ein kleiner Spross muss wieder sein Mikrofon abmachen, obwohl es keiner hat. Hört ihr das? Yeah, yeah, yeah. Ich geb dir gleich yeah, yeah. Dann hol ich Chris Brown mit Freema yeah und dann macht er yeah, yeah, yeah. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Warum habe ich die Strecke ausgewählt? Nein! Ich nehme jetzt mal Scorpion. Kann ich den irgendwie abschalten? Ja, ich glaube schon. Na, er ist auf jeden Fall nicht mehr zu hören. Das ist mal gut für uns. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Schön konzentrieren, Frosty. Tunnelblick. Und ich starte als zweite Reihe. Auf Feldo sofort wieder. Ist ja super. Das finde ich ja so episch. Ja, nicht machen Frontflip. Ja, viele sagen, das ist so unnötig, aber viele wissen auch nicht, Frontflips helfen wirklich. Das ist ein Wunder, oder? Man wird dadurch schneller oder man kann besser Landung erzielen dadurch, aber nein. Wenn man so fällt wie ich, dann wird es bestimmt nicht. Und ich hätte Erster sein können. Oh, Tami. Oh mein Gott. Tja, weil ich wieder so viel geredet habe anscheinend. Egal, das holen wir noch auf. Das ist kein Problem. Das holen wir auf. Gut, in der Zeit könnte ich eigentlich was ein bisschen erzählen, bevor ich hier über die Scanwelt Gameplay erzähle. Nämlich wurde ein neues Trials Evolution Add-on angekündigt. Tja, und das heißt, oh fuck, ich hab vergessen. Scheiße, das ist nicht gut. Wie heißt das nochmal, das DLC? Ja, nicht in die Kommentare schreiben, mir wird es dann gleich einfallen. Fuck. Scheiße. Oh, ich bin Zweiter. Ich glaube, mit Phoenix kriegt man die Strecke doch ein bisschen besser durch als mit dem Scorpion. Ah, fuck. Fick dich sonst. Dann schaue ich mal nach, wie das heißt. In der Zeit, wo die da rumfahren und so. Das neue DLC heißt nämlich Riders of Doom. Das soll neue Maps beinhalten, anscheinend wieder neue Objekte für den Editor-Modus und ein neues Bike, glaube ich mal, und wieder neue Helme oder je nachdem Cosplay-Kostüme. Würde ich fast sagen. Ich weiß nicht ganz genau, ich sag jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich richtig, die richtige Bezeichnung gesagt habe. Cosplay ist nämlich eigentlich von Animes. Also Kleider von Animationen oder Animes oder so. Aber ich glaube, das zählt auch für Spiele. Beziehungsweise auch für Fantasy-Klamotten. Weil es gibt einen Helm, der sieht so aus wie ein Drachenkopf. Und ja, deswegen Cosplay. Und ich weiß nicht, was noch gibt. Vielleicht irgendwie so eine Art Zylinder habe ich gesehen, wo man tragen kann. Und ich habe noch ein Screenshot. Da ist ein Motorrad, was eine Neonbeleuchtung, glaube ich mal, hat. Oder das sieht einfach nur so aus. Aber es sieht mir aus wie eine Neonbeleuchtung. Aber okay. Und das DLC erscheint im Dezember, dieses 2012 natürlicherweise. Und das genaue Datum weiß ich gar nicht genau. Ich glaube am 20. Dezember, ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, kann auch
irgendwie am 24. erscheinen, was ich nicht hoffen will, weil ich ja über Weihnachten nicht zu Hause bin und nicht mal an eine Konsole oder was ähnlichem drankomme. Und ich bin Erster geworden. Und das dann sehr problematisch wird. Wenn es am 20. erscheint, könnte ich es runterladen, natürlicherweise, werde ich auch machen, sofort. Und wenigstens ein, zwei Folgen schnell machen, dass ich das dann schnell rendern kann und schnell hochladen, weil ab dem 21. Dezember bin ich für mein Computer oder mein Internet nicht mehr erreichbar. Und ich bin Erster geworden. Nice. Cool. Neues Spiel? Nein, danke. Suchen Triads. Und ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich weiß nicht, ich höre das vielleicht anders da oder so, weil Tri oder Triads. Ich muss mir nochmal so ein Video von Redlinks anschauen, wie die das aussprechen. Ich will es ja unbedingt richtig aussprechen, aber es klappt nie irgendwie. Trades? Ich sag immer eigentlich Trades, hört ihr es vielleicht so, ich höre es aber irgendwie richtig im Kopf, ich weiß auch nicht. Weil mein Akzent ist einfach so abgefuckt, ey. Dass ich über Kommentator bin, Kommentator, das wundert mich eigentlich. Ja, ich weiß, bin eigentlich sau scheiße. Ich war früher noch beschissener, muss ich sagen. Komischerweise ist mein Nettipp offen und zeigt nur zwei Balken an. Okay, kann sein, dass mein Computer angeschlossen, gerade am Internet. Mein Vater hat seinen Computer angeschlossen, an mein Internet besser gesagt. Und mein Smartphone ist mit WLAN-Verbindung und mein Vater sein Xbox ist mit WLAN. Die Xbox ist ja auch WLAN. Also es kann dann schon einen kleinen Absturz geben, glaube ich mal. Ja, nicht ganz. Also in der 100.000er jetzt gerade im Moment noch von KabelBW, wenn es euch was sagt. Was ich aber von der Internetleitung nicht wirklich so gut finde, die ist nämlich nicht konstant 100 MB, also 100.000 Kilobytes groß, also ist es ja angegeben, dass das schwankt, ist ja klar, aber verdammte Scheiße, was habe ich jetzt gemacht, was für ein Bike, naja, das ist ja klar, dass es nicht konstant bleibt, aber irgendwie fluktuiert das praktischerweise. Was ich nicht wirklich ganz verstehen kann, weil ich hatte früher 1&1 und das war sehr zuverlässig, muss ich sagen, bei mir. Und ich war zu langsam gerade, oh, fast gerade, geht so gerade. Oh, oh. Ja, das ging eigentlich, hatte ich da auch nur eine 50.000er Leitung, aber das hat irgendwie mehr Wumms gehabt als die 100.000er Leitung. Weiß der Geier warum. War halt so. Und die Uploads mit einer 50.000er war doch bei 1&1 besser als bei mit einer 100.000er bei KabelBW die Uploads da, weil da lade ich was hoch, normal ist 10 MB pro Sekunde und irgendwie habe ich die volle Leitung dann da, ich lade aber ein Video hoch, was ungefähr in einem Schnitt von 1,5 GB groß ist, bei 20 Minuten, je nachdem wie viel Aktivität das Spiel hat, natürlicherweise. Und versuche ich ein zweites Video gleich nebenher hochzuladen, sackt der mir ab auf 1 MB, komischerweise. Das ist einfach zu krass, muss ich sagen. Da hatte ich nämlich bei 1&1 nur 5 MB pro Sekunde, habe aber mehr angekommen, also 6 MB Upload. Und hatte trotzdem zwei Videos hochladen können und trotzdem beide mit 6 MB Upload-Geschwindigkeit. Ah, fick dich doch. Gleich am Anfang gefailt. Das krieg ich doch nicht mehr hin, ey. Das kann ich ja gar nicht mehr aufholen. Oh mein Gott. Anscheinend ist das meine Haarstrecke. Ich weiß nicht, ich habe die vielleicht, wenn es hochkommt, zwei, dreimal gespielt. Ich glaube, das ist eine Strecke, die man mit dem Phoenix fährt anscheinend. Aber weil es Mittel ist, mache ich da rein generell immer mit den Scorpion. Oh fuck. Ich weiß, diesmal war ein Frontflip voll beschissen. Oh Gott, das muss unbedingt mit dem Scorpion gespielt werden. Oh scheiße. Vierter Fail, meine Fresse. Also wenn der Typ da jetzt gerade mit dem Phoenix fährt, dann ist der echt scheiße. Oh, fick dich doch.
weiß, dass St. Nikolaus hat's auch nicht verdient. Was das jetzt damit zu tun ist, hat, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Au, oh, und das sieht so aus. Der hat echt ein Dings gehabt. Phönix. Ich will nochmal. Nein. Das hier. Weich wie Wasser. Ah, oh, gleiche Chancenheit. Gleiche Chancengleichheit. Meine Güte. Mit dem Gecko. Oh Gott, das wäre die Strecke. Kann man eigentlich sehr nice fahren, muss ich sagen. Aber man muss echt Punktlandung ziehen, dass man hier echt vorankommt, finde ich fast. Boah, der bremst voll ab irgendwie. Ich versuche mich jetzt hier zu konzentrieren, weil ich unbedingt Erster werden will. Und ich habe es nicht hingekriegt. Nein. Das Problem ist, der Gecko ist irgendwie viel leichter als, oh shit. Boah, gerade. Das ist doch fail, das ist doch fail. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist so Bullshit. Da fällt jeder und ich komme wieder als Letztes hier raus, oh meine Güte. Bin richtig durchgekommen, aber dann bleibe ich sogar noch hängen, ey. Ich spiele eindeutig zu wenig mit dem Gecko. Und jetzt hat mich vielleicht kurz mein Handy wieder abgelehnt. Ich habe ja eine Nachricht bekommen. Jo. Super, oder? Ach, meine Xbox Live-Verbindung. Ah, kracht mal ab. Da sieht ihr es mal. Das ist nur das scheiß verfickte Smartphone. Das habe ich jetzt leise gesagt. Wollte jetzt nicht rumschreien. Nicht bei euch. Ja, komm. Leck mich am Arsch. Gut. So, ich bin Level 19. Level 19, wow. Ich könnte schon längst Level 40 sein, wenn ich mehr spielen würde. Jeden Tag zweimal Multiplayer fahren und dann hat man es innerhalb von einem Monat bis man Level 50, glaube ich mal sogar. So schnell geht das. Naja, ja, wir sind jetzt bei 13 Minuten und ich glaube, das war's mal wieder diese Folge. War doch ganz nett, oder? Ich fand's jetzt nicht so, war so richtig schlimm, aber es ging eigentlich, ja. So, und vielleicht merkt es so, es kommt ein bisschen mehr Trials. Ich glaube, das letzte Video werde ich dann versetzt am... Ich werde dieses Video vielleicht am Dienstag hochladen. Dienstag so, Mittwoch und das erste Video, was ich aufgenommen habe, Blattmedaillenjagd, was so längst hochgeladen sein sollte eigentlich, das wird dann gegen Sonntag den 9. folgen. Also ist rausgekommen. Ich versuche jetzt ein bisschen in die Zukunft zu denken, weil wir sind jetzt gerade 8.12. Ja, also müsst ihr aber so sehen, ich tu vorproduzieren, vielleicht wissen das einige, jetzt gerade Richtung Weihnachtszeit sehr viel, weil auch bald mein Urlaub ist und ich nicht zu Hause bin, sollte ich nochmal erwähnen, werde ich jetzt in jedem Video erwähnen am besten, weil ich weiß nicht, wer Mann und irgendwas anschaut oder wie die Videos bei euch überhaupt ankommen, weil die Abo-Box vielleicht abends immer rumspinnt oder so. Merke ich, dass meine Uploads auch weiter runtergehen und mehr Suchoptionen gefunden werden bei mir als normale Abos. Ja, kleine Erklärung nochmal. Dann würde ich sagen, was ist wieder mit Trials Evolution, mit dem DLC und noch nicht dem neuen DLC Riders of Doom. Und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.